Willkommen zu einem weiteren Streaming-Video von Paths of Exile. Dieses Mal mit dem ersten Event, an dem ich teilnehme, von der Season 8. Es ist jetzt allerdings schon das fünfte Event wieder von der neuen Season. Und ja. Da das Event jetzt schon bereits einige Minuten läuft, werde ich versuchen, mich zu beeilen, dort möglichst zügig vorwärts zu kommen. Das Event läuft noch, ganz kurz, noch knapp 45 Minuten. Und mein Ziel ist es, zumindest in die ins Level 7 zu kommen und dort dann 3 Punkte für den Event zu bekommen. Mal schauen, ob das klappt. Ich werde das erste Mal mit der Skion, die ich inzwischen, nachdem ich es einmal durchgespielt habe, auch freigeschaltet habe, spielen. Und ja, es ist im Endeffekt noch ein komplett neuer Charakter, von dem ich noch nicht genau weiß, wie er sich spielt. Aber einfach mal ich das einfach mal die Gelegenheit nutzen möchte und das ausprobieren werde. So. We're all defeated. So this is your gift? Your new life, Dominus? Why not just execute us and be done with it? Irgendwie funktioniert das mit der Tastatur noch nicht. Was ist denn da los? So, aktuell bin ich noch dabei, mit der Systemkonfiguration zu hadern, weil irgendwas läuft da noch nicht. Okay, so, jetzt sollte es umgeschaltet sein. Ja. Okay, so, jetzt kann ich auch die Sachen bedienen. Und mich auf den Weg machen. Das Ganze ist ja, ganz normal Hardcore-Charakter und das heißt, ich muss auch vor allen Dingen am Leben bleiben, um diese 3 Reward-Points dann noch zu erhalten. Okay, also ich spiele lieber einen Fernkämpfer als einen Nahkämpfer, weil mit denen bin ich einfach noch nicht vertraut. Aber anscheinend ist die Skion erstmal zumindest auf Nahkämpfer ausgelegt. Auch wenn diese natürlich normalerweise sehr frei gestaltet werden kann. Da die ja im Zentrum dieser ganzen Karte oder dieses ganzen Skillbaumes steht. Okay, das ist der erste Rüstungsbestandteil. Bisher 112, 18%.
Okay. Also mit meiner Regen generiert sie im Moment auch noch nicht besonders schnell. Da kann ich vielleicht lieber auf den Bogen umsteigen. Exile is a lesson, and I've always been a fast study. Ständig daneben. So, Iron Head. Und so, wie gesagt, steige ich lieber auf den Bogen um. Und das ist sowieso dann nur für Melee Weapon, das heißt, es funktioniert eh nicht mit dem. So, ist schon angenehmer, nicht immer direkt im Fokus zu stehen. Das Ganze scheint noch ein bisschen zu laggen. Weil das Feedback kommt ziemlich spät, was die Treffer angeht. Was aber natürlich auch mit dem Livestream zusammenhängen kann, weil natürlich die Bandbreite auch genutzt ist dann. So, den kann ich nicht nutzen. So, jetzt kann ich erstmal den Skillpunkt anschauen. Ja. Tick Speed, Projektil Damage, Melee, Maximum Life, Mana Regeneration, Spell Damage. Also mein Ziel ist es, im Endeffekt Richtung Mana zu gehen. Aber dazu fehlt jetzt natürlich noch eine passende Ausrüstung im Sinne von irgendwelchen Zaubersprüchen, die ich auch gut anwenden kann. Was vielleicht auch interessant ist, eine Mischung zwischen Bogen und Zauberpfeilen, also Zaubersprüchen, die fürs Bogenschießen auch Verwendung finden können oder mit dem Bogen. Zwei additional Projektils, das ist doch schon mal praktisch. Aber es ist nicht das Richtige. Ist auch Mele. Okay, dann hilft er auch im Moment nicht weiter. Joining your kind, dead man. Not today. Rawhide Boots, Iron Head. So, das Zeug wird jetzt eigentlich alles nicht gebraucht, weil ich das eh nicht verwende. Die anderen Sachen nehme ich mal noch mit für den Fall, dass ich noch auf eine Einhandwaffe umsteige.
Letters of Exile. Und damit dann das Schild verwenden kann. Welcome to our home. Judging. So, jetzt muss ich gerade kurz nachschauen. Hier ist noch nichts drin. Line work with Hillock. So, Lightning, Cleave, Attack Bow. Ist auch wieder Mele. Das heißt, dann nehme ich das Bow und werde im Endeffekt den Bogen dann damit verstärken. Und werde mich mal ein bisschen beeilen, weiterzukommen. Einfach um auch den. Wie gesagt, das Ziel ist Level 7 Minimum und ab Level 5 gibt es den ersten Punkt. Und jetzt hier dann. Lieber hier. Mal schauen. Okay, es geht alles ziemlich langsam. Also in der Hinsicht ist das Level einfach, dann dauert es viel zu lange, die Kreaturen zu töten. Das gleiche. Meine Güte. So spielt sich das einfach nicht sehr angenehm. Wenn es weiter so mit dem Lecken weitergeht, dann kann ja auch ziemlich schnell Schluss sein. Ja, genau. Also für Fernkampf ist das einfach alles viel zu langsam. Na komm. Mein Gott. So, was habe ich da jetzt?
So, dann doch nochmal ein Versuch, das einfach mit der Meleweapon hinzubekommen. Zu schauen, dass sie da einfach schneller unterwegs ist. Weil sonst wird es mit dem Level gar nichts werden. Ja, das ist doch schon mal schön. Jetzt habe ich noch eine Wand. Aber solange ich keinen Fernzauberspruch habe, nützt mir die Wand im Endeffekt auch nicht viel. 14. Life is growth, even in the graveyard. Das ist ja lustig. So, die Mana Regeneration brauche ich trotzdem. Backspeed. So. So, beim Nahkämpfer ist dann auch eher auf Armor zu setzen. Zumindest werde ich mal davon ausgehen. So, Level 3 bisher. Und noch knapp 25 Minuten, glaube ich. Goldheil Buckler 28%. Aber Evasion Rating, kein Armor. So funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Zumindest mit der Geschwindigkeit dort zu töten. Das heißt, es hat Cold Damage. Ja, das ist praktisch, weil das Cold Damage auch dann einen Einfrierungseffekt oder zumindest eine Verlangsamung bewirkt. Sofern es natürlich zutrifft. Okay, dann ist es an der Zeit auch weiterzugehen.
und in das nächste Gebiet zu kommen, um auch mit weitere, also den XP-Booster für pro getötete Kreatur zu bekommen, also mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Wobei da jetzt wahrscheinlich die Feuerfiole ist. Der bin ich ja noch gar nicht begegnet. Ich glaube, der Schnell habe ich auch noch nie besiegt. Okay. Level 4. So. Vital Damage, Mesophilical Damage. Gut, dann machen wir Melee-Damage und bleiben bei den Nahkampfwaffen. Das spielt sich jetzt schon ganz lustig. I thought there was no smell fouler than Theopolis in high summer. It seems I was wrong. Lebensregeneration. Achso, das war jetzt erst Lebensregeneration, das andere war ja nur ein Ring, aber zumindest ein Live-Lebensbonus. Den Goodhild Buckler wollte ich noch vor allen Dingen aufsetzen. So, der bleibt dann draußen und der kommt dorthin. Ach Quatsch. So. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber egal. So, dort ist der Übergang zu dem Fetid Pool, in dem der Necromancer wartet. So, mit der aktuellen Lebensregeneration ist das schon mal eine sehr gute Unterstützung. Weil ich glaube, die Lebensregeneration jetzt eben bei 3,8 bzw. mit dem anderen 1,7. Also bei über 5 pro Sekunde. Das macht es zumindest deutlich einfacher, auch im Nahkampf. Stehen und einfach sich nur kurzen Rückzug zu gönnen, um wieder einen ausreichenden Puffer aufzubauen, ohne dass dann
auch gleich die Flaschen für den für wichtigere Situationen oder gefährliche Momente dann schon verbraucht würden. So, Eiszauber. So, das heißt noch ein paar Monster und ist gleich wieder Stufe 5. Damit dann auch in den Bereich des ersten Punktes. So. Aber ich muss natürlich am Leben bleiben, damit der Punkt auch gewährt wird. Weil tot nützt das Ganze wie immer nichts. So, Increase Melee Physical Damage, Fire Resistance. So, jetzt brauche ich aber immer noch Evasion Rating. Mal das Mana noch weiter ausbauen. Damit im Endeffekt diese nette. Na, dieser. Dieses Molten's Tribe, das gefällt mir ziemlich gut. Oh, da hinten ist noch ein Vieh. Fühlt sich echt gut an, so mit dem Nahkampf. Was machst du hier? So, sind immer noch mehr als 20 Monster, also sind zumindest noch einiges zu tun hier. Ist die Frage, ob sich das noch lohnt. Es ist gut zu wissen, dass der Effekt auch einen Angriff auslöst, auch wenn das Mana nicht ausreicht, nur dass dann eben der zusätzliche Effekt ausbleibt. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass die Monster wirklich so sind, dass die hier unten noch sind. Der Rest, oh, ich glaube, das ist nicht der Fall.
Na gut, dann gehe ich jetzt einfach unten weiter, weil so viel Wegstrecke habe ich jetzt nicht mehr zurückzulegen, weil ich glaube, hier ging es darum, die Speed Flask zu bekommen. Das heißt jetzt hier noch ein paar Monster. Aber es geht jetzt eigentlich nur noch darum, noch zwei Level zu schaffen. Eben bis Level 7 aufzusteigen. Level 6 ist fast geschafft. Teleportieren. So, das wäre dann jetzt gleich Level 7. Das ist zumindest ganz praktisch, eben wie gesagt, die Lebensregeneration, die natürlich auch dann einen zusätzlichen Puffer gibt, wenn hier irgendwelche Spielaktionen sozusagen gar nicht stattgefunden haben, weil der Server feststellt, oh, da bin ich gar nicht angekommen. Wirklich nur noch in 10 Minuten und den Levelaufstieg hinzubekommen. Jetzt lässt das Ding schon fallen. So, jetzt fehlt nur noch eine Stelle oder beziehungsweise eins, um dort weiter runter zu kommen. So, ich vermute mal, dass die Stelle jetzt da unten ist. Okay, dann müsste jetzt hier doch die Stelle noch sein. Das war schon der Übergang, aber der Übergang nützt mir nichts, solange ich nicht alle drei Elemente habe. Dann komme ich da nämlich noch nicht weiter. Und wie gesagt, läuft mir langsam die Zeit davon. Da hinten ist der letzte. Ah, hier sind noch ein paar blaue. Auf jeden Fall noch einige XP bekommen, bringen werden. So. So, das ist das letzte Rohrnest. Und jetzt zügig noch in die
in den Durchgang. Weil dort nochmal stärkere Monster warten, die dann hoffentlich genug XP bringen, um den Abschluss noch zu schaffen bis Level 7. In die Lower Submerge Passage. So, und jetzt einfach hier noch ein paar Monster. Okay, dann haben wir gleich die richtigen erwischt. Gleich ein paar blaue. Blitzschreien. Und nicht mehr schnell holen werden und damit dann hoffentlich auch noch schneller hier vorwärts kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so ein Nahkämpfer tatsächlich so flüssig spielt, aber es macht Spaß. Dynamisch, ohne ständig das Gefühl zu haben, gleich tot zu sein. Aber entsprechend muss so ein Nahkämpfer wahrscheinlich auch einfach geskillt sein, dass er genug Lebensregeneration hat oder andere Möglichkeiten, an Leben zu kommen. Okay, jetzt wird es dann langsam Zeit hier noch ein paar. Kann ich sogar zwei Schreine auf einmal aktiv haben, das ist sehr cool. Aber mir fehlen Monster. Wo steckt ihr? Ja, hier. Gehen wir alle aus dem Weg. Da sind blaue Monster. Gibt man wenigstens Erfahrung. Ja, das sieht gut aus. So, noch mehr davon. Das sieht im Moment sehr gut aus. Gleich weiter. Okay, klar, beim Levelübergang gehen die Schreineffekte immer auf jeden Fall verloren. Das heißt, man kann die leider nicht in die nächste Passage mitnehmen. Weniger als 10%, also noch 5% bloß noch, dann wäre das Ziel für diese Runde auf jeden Fall erreicht. Und dann heißt es nur noch nicht zu sterben. Ja, so, das Ziel ist erreicht. Das reicht für die Stelle auch erstmal. Wie gesagt, eine Variante, die so ja doch ganz gut gefällt und sicherlich auch mal ausbauen werde. Auch wenn ich den Charakter selber dann nicht unbedingt weiterspiele, da das jetzt nur ein Event-Charakter war. So, ja, dann schaue ich mal noch zurück in die Stadt zu kommen. Und dort dann die Runde abzuschließen, müsste ja eigentlich langsam schon die ersten Meldungen, genau, da war glaube ich die 5-Minuten-Meldung schon.
die natürlich ziemlich ausblende, wenn ich in der Zeit gerade noch dabei bin, die Kämpfe zu bestreiten. Genau, League is ending in 4 Minuten. Und Level 7 ist erreicht. Damit sind 3 Reward Points für das erste Event, das ich in dieser Season gemacht habe, erreicht. Wie gesagt, das war das Ziel für das heutige Event, einmal eine neue Klasse auszuprobieren, mit der ich normal noch nicht gespielt habe, weil bisher habe ich normal immer die Witch gespielt. Und einfach mal zu schauen, wie sich die Skion in so einem Event anfühlt. Danke fürs Zuschauen und das Interesse und freue mich auch beim nächsten Mal. Jetzt, wo die neue Season gestartet ist, werde ich sicher öfter mal wieder eines der Path of Exile Events spielen. Und bis demnächst wieder. Tschüss!